Ein Großbrand mitten in der Schweriner Innenstadt. Betroffen ist das Mecklenburgische Eisenbahn- und Technikmuseum. Über 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Von außen sieht es auch Tage nach dem Brand immer noch verheerend aus. Wie es im Innern des Museums aussieht, weiß noch niemand. Die Bundespolizei hat das Gebiet vorerst abgesperrt. Ja, erstmal sind wir alle natürlich sehr, sehr traurig. Denn 32 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit sind jetzt zum großen Teil den Flammen und dem Löschwasser zum Opfer gefallen. Und das ist natürlich eine große Betroffenheit, die bei uns herrscht. Ein Brandursachenermittler wird eingesetzt, um die Ursache des verheerenden Feuers zu ermitteln. Erst nachdem dieser das Gebäude freigegeben hat, können die Vereinsmitglieder in das Museum und die Ausmaße der Zerstörung abschätzen. Das ist noch durch die Polizei gesperrt. Wir können nur ungefähr sagen, was in den Räumen drin war und was wahrscheinlich dadurch zerstört wurde. Aber im Einzelnen können wir natürlich noch nichts sagen. Kulturdezernent Silvio Horn besichtigte am 24. Juli das Museum. Die Stadt sicherte dem Verein eine Soforthilfe in Höhe von 3.700 Euro zu. Weitere Maßnahmen zur Unterstützung sind noch im Gespräch. Also wir wollen gerne unterstützen, wir sind dazu bereit und wir halten das auch für unsere Pflicht als Stadt, weil Kulturförderung an dieser Stelle hier ist, glaube ich, wichtig. Und wenn so ein Schicksalsschlag passiert, das lässt keinen sozusagen trocken oder geht einfach an einem vorbei. Da wollen wir helfen, dass das wiederhergestellt werden kann, soweit es überhaupt möglich ist. Der Verein wird alles daran setzen, das Museum wieder aufzubauen. Die Anteilnahme der Bürgerinnen und Bürger ist groß. Viele Spenden erreichen den Verein. Das Spendenkonto befindet sich auf der Webseite im Internet unter www.mef-schwerin.de.